Herzlich willkommen bei TQ Aviation. Mein Name ist Michael Grandl. Ich bin für den Service Ihrer Avionikgeräte zuständig und ich möchte Ihnen heute erklären, wie man für mehrere Luftfahrzeuge die Kennung am Transponder einstellen kann, um diesen in mehreren Luftfahrzeugen zu verwenden. Dazu gehen wir ins Menü. Im Transponder-Menü kommt man immer, wenn man mit Standby in Standby schaltet und dann die ID-Taste für mehrere Sekunden lang drückt, dann gibt es die Set-FID und man muss noch länger drauf bleiben. Dann kommt die Setup, dann lässt man das los und dann kann ich für mein erstes Luftfahrzeug die komplette ID einstellen, mit dem Drehknopf auswählen, das Zeichen auswählen, drücken, geht es eine Stelle weiter. Da kann ich mich dann durchhangeln. Und hier stelle ich dann meine Flight-ID ein. Habe ich das alles gemacht, verlasse ich mit der Mode-Taste diesen Einstellbereich und kann hier auswählen, um welches Luftfahrzeug es sich handelt. Handelt es sich um ein Ultraleichtflugzeug, um einen Segelflieger, einen Gasballon oder einen Heißluftballon? Wir stellen hier mal auf Ballon ein, bestätigen das Ganze wieder. Ground Switch braucht man in den wenigsten Fällen, Maximalspeed, was Ihrem Luftfahrzeug entspricht. Und Multiple Use gehen wir jetzt in diesem Fall hier auf Yes, um das zweite Luftfahrzeug einzustellen. Mit Mode, hier stellen Sie die Aircraft Address und die Flight ID analog zum vorher erklärten ein. Wenn wir da fertig sind, dann drücken wir hier auf Mode wieder. Verlassen das Ganze mit Exit und beim nächsten Einschalten können Sie dann entscheiden, mit welchem Luftfahrzeug Sie verreisen wollen. Nach dem Einschalten erscheint hier das Menü und Sie wählen aus, mit welchem Luftfahrzeug Sie den Transponder benutzen. Dann einfach auf Mode bestätigen und Sie können starten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Videos oder in der Bedienungsanleitung.